Ja, hallo, zu einem Webcast über Castle Windsor und ein paar Tipps und Tricks. Ich habe den gestern schon aufgenommen, leider ist da nach Minute 7 der Ton weg, deswegen jetzt nochmal. Und zwar will ich in diesem Webcast zwei Dinge zeigen. Hoppla, das war das Handy. Zum einen, wie kriegt man denn einfach raus, welche DLLs man überhaupt für die jeweilige Anwendung deployen muss? Und zum Punkt 2, wie findet man Memory Leaks? So, Punkt 1, stellen wir uns mal als Szenario vor. Wir haben eine Anwendung, die wird einmal als NT-Dienst deployed. Dann wird noch eine GUI dafür zur Verfügung gestellt, sprich also man deployt an den Anwender die Anwendung mit einer GUI und von mir aus für die Admins noch mit Konsole. Und man verwendet jetzt zum Großteil die gleichen DLLs, Assemblies, Komponenten, wie auch immer, im Untergrund. Und jetzt möchte man rauskriegen, eben was man für das Deploy alles an DLLs mit reinpacken muss in das Setup. Und ich hatte da auch schon an das Castle Project einen Tweet geschickt, habe da allerdings nur die Antwort bekommen, dass man dann einfach die Layer sauberer implementieren müsste oder sauberer trennen müsste. Ich kann es leider nicht ganz nachvollziehen, vielleicht verstehe ich es auch falsch oder ich setze es bei uns falsch um. Ich würde da gern auch eure Meinung hören. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt in der Konsolenanwendung auf die Datenbank zugreife, wenn ich natürlich die gleiche DLL wie wenn ich jetzt in meiner GUI-Anwendung oder in meinem NT-Dienst drauf zugreife, dann kann es sein, dass ich aus einer Klasse eben von der einen Anwendung auf eine Methode zugreife und von der anderen Anwendung auf eine andere Methode. Ja, wenn es jetzt quasi in der Geschäftslogik eine Klasse gibt, die zwei Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Ja, zwei Funktionalitäten vielleicht schlecht ausgedrückt, ja, weil man soll natürlich eine Funktionalität pro Klasse, aber wenn jetzt eben zwei zusammenhängende Methoden da eben drin sind und man muss die eine aus der Konsolenanwendung aufrufen und die andere von mir aus dem NT-Dienst. Und so baut sich eben so ein ganzer Abhängigkeitsgraph in seinem IOC-Container auf. Und jetzt möchte ich am Schluss wissen, welche DLLs wurden denn jetzt tatsächlich benötigt, ja, für den Ablauf. Und da tat ich mich eben, wie gesagt, schwer, weil man möchte nicht immer von Hand hier rausschmeißen, also DLLs rausschmeißen oder andersrum. Man fängt mit 0 an und fügt immer wieder die fehlenden DLLs hinzu. Und dafür habe ich einfach mal jetzt eine Implementierung gemacht. Wie gesagt, falls ich da das jetzt falsch sage oder das tatsächlich möglich ist, dass man es sauber trennt und dass da auch, dass man diesen Trick jetzt eben nicht bräuchte, höre ich mir das gerne an. Und als Beispiel soll das hier dienen. Ich habe hier vier Implementierungen gemacht, jeweils nur mit einer Klasse mit eigenen in eigenen Assemblies. Die Kontrakte liegen hier drin, also wie man sieht, I-Dependency 1 bis 4 und dann eben die Implementierung 1 bis 4. Wenn wir mal kurz reinschauen, Dependency 1, hier ist die Klasse, die implementiert dann wie gesagt diesen Kontrakt und der Kontrakt gibt ein Say Hello vor. In der zweiten Klasse wird eben der zweite Kontrakt implementiert und es gibt ein Say Goodbye vor. Und jetzt die dritte Klasse. Jetzt kommen wir hier eben zu diesem Abhängigkeitsbaum. Die dritte Klasse hat wiederum Abhängigkeiten zu Dependency 2 und zu Dependency 1 und führt dann ein Say Hello und Goodbye. Also das ist auf dem Interface hier definiert und ruft dazu diese zwei Abhängigkeiten auf. Ja. Die vierte Abhängigkeit wiederum wird gar nicht benötigt. Ja, das ist jetzt sowas, also ich bräuchte diese vierte DLL zum Ausführen von der Methode auf Dependency 3 bräuchte ich diese nicht. So, und das möchte ich eben rauskriegen, wenn ich meine Anwendung durchlaufen lasse, welche DLL sie am Schluss tatsächlich auch benötige. Vielleicht noch ein paar Tipps für den einen oder anderen oder so ein paar Ansätze, wie wir das Ganze angehen. Normalerweise sieht es bei uns so aus, für jede Implementierung gibt es nochmal eine separate DLL, in der die Kontrakte liegen. Also nicht wie hier, wo eine DLL alle Kontrakte hält, sondern für Dependency 4 gäbe es dann eine Dependency 4.Contracts, für Dependency 1 gäbe es eine Dependency 1.Contracts und so weiter. Zeigt vielleicht gerade mal unserer Struktur, wie das aussieht. Also wie man hier sieht, gibt es dann Application, Application Contracts oder Order Proposals Contracts und so weiter. So sieht es bei uns intern immer aus. Und wie baue ich den IOC zusammen? Und zwar in jeder Implementierung gibt es eine Installer-Klasse und die ist dafür zuständig,
alle in ihr zur Verfügung, also in der Assembly, in der Komponent zur Verfügung gestellten Dienste im IOC-Container zu registrieren. Diese Installer müssen deswegen public sein, da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Klassen an sich sind in der Regel bei mir internal, das heißt, wenn ich von außen die DLL referenziere und möchte da groß irgendwas instanzieren oder so, funktioniert das nicht, weil eigentlich meine Klassen in der Regel intern sind, sobald ich sie über den IOC-Container zur Verfügung stelle. Wenn ich es natürlich nicht über den IOC-Container zur Verfügung stelle, beispielsweise bei DTOs und POCOs, dann ist das natürlich nicht der Fall, klar. So, und so sieht mein Installer aus, der macht hier diese Registrierung. Ich könnte es genauso gut mit XML machen, aber ich bin eher der Typ, der auf Code setzt. Und das hat jetzt eben jede meiner DLLs, hat diesen Installer. So. Denkbar wäre auch, ich hatte da auch schon was vorbereitet, vielleicht mache ich da einen Webcast dazu, wenn euch das interessiert, einfach mich anschreiben, dann würde ich den mal vorziehen. Denkbar wäre auch quasi so eine Annotation wie Install in IOC, das könnte man vielleicht mit PostSharp als Aspekt umsetzen, und wenn diese Deklaration drüber steht, dann wird die Komponente auch unter ihrem Interface implementiert. Das wäre beispielsweise auch denkbar. Aber wie gesagt, momentan ist das eben so der Fall, dass wir immer so eine Installer-Klasse haben oder auch mehrere Installer, wenn es jetzt eine relativ große Komponente ist. Ja, wie habe ich das Ganze jetzt aufgebaut? Wenn wir in das Programm reinschauen, als erstes muss ich natürlich meinen IOC-Container aufsetzen. Ich verwende Castle Winsor, wie gesagt. Und jetzt schauen wir uns mal an, dieser IOC-Initializer, wie der aussieht. Wenn ich den aufrufe, wird eben ein neuer Container erzeugt. Und jetzt habe ich hier diese Methoden, die ich vorstellen will, um meine Probleme zu lösen, habe ich als Extension Message definiert. Einmal Enable Memory Diagnostic und einmal Enable Dependency Tracking habe ich die genannt. Die sind hier in Castle Winsor Extensions definiert. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Man muss für Extension Message nicht die Klasse selbst public machen. Das habe ich oft schon gehört. Man müsste dann immer alles public machen. Das stimmt nicht. Die Klasse kann natürlich auch internal sein, sodass man quasi nur in der eigenen Komponente die ganzen Extension Methods nutzt. Macht oftmals auch Sinn, weil die Extension Methods macht das Ganze schön fluent, aber das sind jetzt Extension Methods, die jemand anders wahrscheinlich gar nicht interessieren in einem anderen Kontext. Beispielsweise wenn man für String Extension schreibt und die sehr speziell sind, ja, dann macht es ja keinen Sinn, das generell für das String-Objekt zur Verfügung zu stellen. Und gehen wir noch einmal ganz kurz zurück, wie eigentlich jetzt dieser Container aufgebaut wird. Und zwar habe ich hier Register Components, welches im Programm, noch, gehen nochmal zurück, ich mache New Initializer und mache dann Register Components. Und das ist eigentlich relativ trivial. Ich hole mir von der aktuell ausgeführten Assembly, sprich meiner Executable, die Location, den Pfad und gehe dann in diesem Pfad drüber, hole mir alle Assemblies, deswegen auch Assembly-Filter in mein Verzeichnis. Und dann gibt mir der Container die Möglichkeit, über Install einfach zu sagen, geh mal bitte über alle Assemblies drüber und schau, ob es da einen iWinsor-Installer gibt. Also, wir schauen wir gerade nochmal ganz kurz rein. Installer leitet ja hier von iWinsor-Installer ab. Das machen alle Installer in jeder Assembly. Und die Aufgabe hiervon ist jetzt eben, dass jeder Installer ausgeführt wird und dadurch die Registrierungen durchgeführt werden. Eine zweite Geschichte ist noch dieser Hack, nenne ich den einfach mal. Und zwar geht es darum, den Container in sich selbst zu registrieren. Also unter dem Interface iWinsor Container registriere ich mich selber. Das hat den Vorteil, wenn man das denn benötigt. Ideal ist es nicht, das so zu machen, aber ich zeige mal ganz kurz, wenn man jetzt eine Klasse hätte, Test, und muss jetzt hier direkt auf den Container zugreifen, um entweder Service Location zu machen, was ich nicht empfehlen kann. Für mich ist Service Location so ein bisschen Anti-Pattern. Oder weil man vielleicht Legacy Code hat und da direkten Zugriff auf den Container aus irgendwelchen Gründen braucht. Dann könnte man jetzt hier Folgendes machen: iWinsor Container, Container. Und wenn jetzt der Container die Klasse Test, die wird jetzt noch ein Interface iFoo implementieren beispielsweise, und wenn man jetzt sich iFoo auflöst, dann hat die Implementierung eine Abhängigkeit zu Container, und dann kann der Container, da er in sich selber registriert ist, sich reinreichen.
Ich hoffe, das war verständlich. Da habe ich auch schon drüber zu geblockt. Einfach mal in meinen Blog gehen und auf den Tag Castle Windsor gehen. Ja, also ganz, das ist ganz kurz, wie wir die Registrierungen immer durchführen bei uns. Und jetzt kommen wir zu der Extension. Und zwar sieht die so aus. Ich habe eine Klasse geschrieben, Container Dependency Tracker. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die ist über das Interface iTrack Container Dependencies abstrahiert. Die instanziere ich hier selber, registriere sie im Container, Lifestyle auch Singleton, weil alles andere macht keinen Sinn, das sehen wir gleich. Und jetzt kommt eigentlich das Wesentliche, ich greife in den Erstellungsprozess des Containers ein. Und zwar bei dem Event Component Created, also wenn eine Komponente vom Container erzeugt wurde, dann führe ich Folgendes aus und es ist jetzt eben von dieser Klasse eine Implementierung. Gehen wir kurz her. Schauen wir rein. Add Required Assembly. Das ist das, was mir hier mitgegeben wird bei dem Event. Ja, das Component Model und das Object von der Instanz. Und vergessen wir mal das hier kurz. Das ist rein für mich mal zum Testen gewesen, beziehungsweise um ein paar Zusatzinfos noch wegzuspeichern, die ich eigentlich nicht benötige, wo einfach nice to have sind. Aber hier kommt das Wesentliche. Und zwar prüfe ich einmal im Model, für welche Dienste die Komponente erzeugt wurde. Da muss ich gleich noch was zu sagen. Und ich speichere mir dann natürlich auch die Assembly der eigentlichen Implementierung ab. Also sprich, wenn ihr eure Kontrakte in einer separaten Delle habt, wie ihr hier in Dependency Contracts, dann benötige ich natürlich für die Ausführung der Anwendung diese DLL und ich benötige die DLL der Implementierung. Also in unserem Fall ist beispielsweise diese Dependencies 1 bis 3, die 4 wiederum nicht, ne? Die wird ja nie erzeugt. So, und warum muss ich hier mit einer For-Each-Schleife über die Services drüber iterieren? Und zwar kann es folgenden Grund haben. Wenn wir im Installer iDependency3, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe für zwei Dienste auf eine Implementierung verwiesen. Das kann an einigen Stellen Sinn machen. Primär dann, wenn die Klasse, also wenn die Methoden, die diese zwei Interfaces vorgeben, in eine Klasse gehören, einfach aufgrund der Kohäsion, dass das sehr stark zusammenhängt. Und man aber zwei dedizierte Schnittstellen dafür nach außen zur Verfügung stellen will. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, beim Lesen und Schreiben in eine Datei, dass man vielleicht jetzt nur ein Interface bzw. einen Dienst zum Lesen zur Verfügung stellen will für die Benutzer, für die Admins aber lesen und schreiben. Und dann kann sowas durchaus Sinn machen. Wir haben da noch andere Beispiele, da könnte ich einen separaten Webcache mal zu machen. Ja, aber das wäre jetzt ein Szenario, wo eben für zwei Schnittstellen eine Limitierung angegeben wird. Und deshalb muss ich hier über diese Dienste drüber iterieren, falls es denn mehr als einer ist. Und muss hier dann noch zusätzlich die DLL der Implementierung mit reinschmeißen. Ne? Soweit mal. Was ich hier mache, ist einfach die aufgelöste Komponente mit einer Nummer, damit ich sehe, in welcher Reihenfolge die Komponenten aufgelöst wurden, hinzufügen. Das kann man später dann auch noch abrufen. Was ich gemacht habe, nur jetzt rein, damit es schnell ging hier für unser Webcast-Beispiel. Ich habe noch eine Copy Required Assemblies 2 implementiert. Die gehört hier natürlich nicht rein. Ich habe das jetzt nur gemacht, um das Ganze zu vereinfachen. So, soweit hierzu. Und dann schauen wir mal an, was passiert, wenn wir das Ganze eben ausführen. Machen wir hier mal zu, wir brauchen das nicht speichern. Ich mache eben die Registrierung. Hier könnte man eine Validierung durchführen, wenn es denn notwendig wäre. Und hier ist jetzt eben das Szenario, was ich kurz zeigen will. Ich hole mir die Dependency 3, wie wir und rufe da Say Hello and Goodbye auf. Und wie wir vorhin gesehen haben, Dependency 3 hat eine Abhängigkeit, also keine direkte gegen die DLL, sondern gegen Kontrakte zu dem Service Dependency 1 und Dependency 2 und ruft dann eben dies auf. So, und ich habe noch eine zweite Extension auf dem Container definiert.
Das war jetzt auch der Einfachheit halber. Könnte man auch anders machen, das zeige ich gleich, aber auf jeden Fall sieht das Ganze auf der Extension so aus. Dependency Monitor, auch wieder auf Container. Ah, vielleicht noch ganz kurz, was ich vorher nicht erwähnt habe. Diese Extensions sind fluent aufgebaut, sodass ich hier eben im IOC Initializer auch auf dem Container wieder immer schön weiter fluent die Konfiguration tippen kann. Für diesen Dependency Monitor habe ich jetzt eben, hole ich mir über den Container diesen iTrack Container Dependencies. Deswegen haben wir das vorhin hier drin auch registriert. Hier haben wir das registriert, damit ich das hier auflösen kann. Und prüft dann eben noch, ob das ungleich null ist, schmeißt eine entsprechende Exception und setzt hier auch noch Registered Components. Das ist auch jetzt einfach so eine Zusatzinformation, wie viele Komponenten insgesamt überhaupt im Container registriert sind. Das kann man machen, indem man einfach hier auf dem Kernel get assignable handlers und dann type of object, weil alle im Limit hier natürlich vom Typ Object sind und dann Länge. Vielleicht auch einen kleinen Trick für euch, wenn euch mal interessiert, wie viele registrierte Komponenten gibt es überhaupt in meinem Container. Und dann gebe ich diesen Monitor zurück. Jetzt haben wir hier ein Problem, das was ich euch auch darauf hinweisen sollte. Wir machen hier ein Resolve, das heißt, irgendwo in der Anwendung müsste wieder ein Release kommen. Das heißt, es ist hier an der Stelle vielleicht ungünstig, diese Extension Method zu definieren, weil ihr das auch dann daran denken müsst, da wo ihr das nutzt, dass ihr das wieder resolved. Von daher würde ich das nicht als Extension Method hier lassen, sondern wahrscheinlich eher, dass man hier statt jetzt Dependency Monitor aufruft, könnte man hier auch machen var Tracker 2 Container Resolve und hier machen wir iTrack Container, machen wir es anders, können wir mal Dependencies ich gerade verwirrt, warum es nicht geht. Naja. Vorführeffekt, dann tippen wir es eben aus. Container Dependencies. So. Ja, so würde es auch gehen, ja, weil ich das ja vorher im Container registriert habe. Diese Extension Message ist einfach nur ein schnellerer Weg, aber man muss dann halt dran denken, der Tracker muss in jedem Fall halt wieder über Container Release entfernt werden, sonst bleibt das Ganze im Speicher hängen. Da kommen wir dann nachher dazu, eben wie man diese Speicherlecks dann auch identifiziert. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal so. Und jetzt bietet mir dieser Tracker eben diese ganzen Properties, auf die ich vorhin hingewiesen habe, die eventuell interessant sein könnten. Wie viele Komponenten habe ich im Container registriert? In welcher Reihenfolge wurden die Komponenten überhaupt verwendet? Das kann auch eventuell interessant sein, wenn man wissen will, ob wenn zum Beispiel ein Fehler in der Anwendung oder ein seltsames Verhalten, warum wurde eigentlich da nicht das und das ausgeführt? Ja? Und für mich aber das Wesentliche waren eben hier diese Required Assemblies. Und über hier Copy Required Assemblies to kopiere ich die ganze jetzt noch in ein Verzeichnis. Und am Schluss habe ich dann eben ein Verzeichnis, in dem all meine Deployment-Dateien liegen. Natürlich, das, was man nicht über den Container auflöst, kann nicht am Schluss da drin liegen. Das dürfte klar sein, ne? Also hier Requirements. Ich schmeiß die mal raus. Da wird es nachher reinkopiert. Da muss man sich so drüber im Klaren sein. Wenn man also in seinen Anwendungen nicht komplett auf IOC setzt, dann muss man da nochmal von Hand ein paar DLLs nach. Und lassen das bis hierher laufen. So, schauen wir uns die Ausgabe kurz an. Also, Number of Registered Services sind 11. Resolve Components in a Row. Das heißt, in dieser Reihenfolge wurde durch den Container wurden die Komponenten instanziert. Und jetzt sehen wir hier eines. Als erstes wurde Dependency 2, dann Dependency 1 und dann Dependency 3. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier anschauen, Dependency 3, die Klasse, dann sieht man, dass diese Klasse wiederum eine Abhängigkeit hat zu Dependency 2 als allererstes im Konstruktor. Deswegen muss als erstes diese instanziert werden. Das heißt, wenn man jetzt hier reingehen in Dependency 2, gucken wir in die Klasse, die hat keine Abhängigkeiten. Okay, dann kann man diese instanziieren. Dann muss Dependency 1 instanziert werden. Gucken wir in Dependency 1. Das ist nur mal, um zu verdeutlichen, wie der Container das macht. Ja, das ist auch keine Abhängigkeit, also kann man die auch direkt instanziieren und wird dann hier reingereicht. Und jetzt kann hier Dependency 3 eben instanziert werden. Und genau deswegen ist es in dieser Reihenfolge, wenn ich im Konstruktor
die Abhängigkeiten tauschen würde. Sprich, das hier einfach umstellen würde, dass die Dependency 1 von wäre, dann würde sich das entsprechend auch hier ändern. So. Und required assemblies for the job sind dann Dependency Contracts, logischerweise, die Dependency 2DLL, 1, 3 und die eigentliche EXA-Anwendung, ne? Dependency Resolver. Die 4 sieht man jetzt, brauche ich nicht. Und jetzt werden die benötigten DLLs kopiert. Und wenn wir jetzt in unser Verzeichnis schauen, Required, Requirements, hier sind meine ganzen DLLs und jetzt könnte ich die Anwendung einfach deployen. Wenn jetzt später eine Anwendung noch auf die 4 zugreift, dann würde das eben auch mit im Deployment, ja, oder mit ins Deployment reingehören. Soweit hierzu. Und dann hatten wir ja noch die Geschichte, dass wir rauskriegen wollen, wo eventuelle Speicherlecks sind, also diese Ghost-Objekte. Und zwar gibt es hier diese Möglichkeit, Extension Methods, habe ich das auch mit reingemacht. Ich finde, es passt da auch gut rein, das kann man da durchaus lassen. Auf der Seite von Castle gibt es hierzu im Wiki einen entsprechenden Eintrag. Es sind im Prinzip nur diese Zeilen hier. Ich finde es zwar ein bisschen unglücklich gewählt, dass man von Windows selbst diese Performance Monitor nehmen muss, weil ich mit dem irgendwie nicht so ganz grün bin. Aber auf jeden Fall ist es möglich. Gut, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass man nicht ein separates Tool installieren muss, sondern das out of the box mit dabei hat. So, ich habe hier euch den Link mit reingemacht. Das kommt auch dann in den Blog-Eintrag dazu. Und im Prinzip sind es einfach nur, ist es ein Lifecycled Components Release Policy. Und diese drei Zeilen sind es im Prinzip schon. Und wenn man das auf dem Container ausgeführt hat, dann passiert Folgendes. Dann wird unter Computer, ich habe die deutsche Version, wer die englische hat, der kann das dann 1:1 in dem Artikel nachlesen. Dann muss man hier sich die Computerverwaltung aufmachen, geht hier in Leistung, Überwachungstools, Leistungsüberwachung, fügt hier was ein. Jetzt nur ganz kurz, da müsst ihr auch dran denken. Hier gibt es jetzt eben ein Castle. Schauen wir ganz kurz rein. Castle Windsor. Und hier sind jetzt momentan keine Anwendungsinstanzen, die laufen, die man tracken könnte. Logischerweise, weil meine Anwendung nicht gestartet ist. Und jetzt zeige ich euch noch einen wichtigen Punkt, an dem man dann denken muss. Bis hierhin.